seht, wie die Mauern fallen. Aloha, hey Freunde und willkommen zurück zu Muffys Adventskalender. Heute am 12. und wir öffnen das 12. Türchen und in dem ist ein Reisegutschein zum Wasserlauf. Und jetzt treten wir unseren lieben Freund Richard Löwenherz in den Arsch. Aber ich muss ehrlich sagen, er hat einen unfairen Vorteil. Ihr seht schon, er ist da oben, ich da unten. Das könnte ein bisschen eng werden. Aber das wird schon irgendwie. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, und er fängt schon direkt an, mich schon wieder abzufacken. Hallo? Penner, ey. So. Ihr könnt das nicht. Ja, was ich alles nicht kann. Hier. Ihr könnt auf uns fang mal an. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort richtig platzieren, so. My lord. Wir benötigen Steine. Das ist sehr gut, dass wir Steine benötigen. Moment. So. Wohin gehen wir? Darüber. Man kann doch bestimmt so ein bisschen Platz sparen da machen. So, hier. Allzeit bereit. Greif den mal an. Oh, es fängt an. Es fängt an. Es fängt an. Ich krieg die Krise. Könntet ihr bitte mal was tun? Ja, so, Moment, bitte. Einmal dahin. Einmal dahin. Einmal dahin. Ja, okay. Ich gebe zu. Es ist jetzt gerade etwas eng. Bitte einfach nur dahin und den Leuten Unterstützung geben. Überrennt die doch einfach. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Meine Wälle sind stark und meine Männer guten Mutes. Zeigt uns das ist eure schön. Schleudern und Pfeile. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Meine Männer sind ebenso tatendurstig wie ich. Macht euch bereit zum Kampf. Du mich auch. Könntest du dir bitte diese verdammten Bogenschützen platt machen? Ich bin nicht niedergeschlagen. Auf mir auf den Sack zu gehen. So. Ich tritt dem jetzt richtig fett in den Arsch. So. Oh oh. Oh oh, zurück. Kommando zurück. Kommando zurück. So. Unsere Lebensmittelvorräte so. Wachsen. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Okay, so, und jetzt erstmal hier. Ja, erstmal darüber wieder. So, könnte ich bitte. Danke. So. Ja. Das ist irgendwie jetzt so ein bisschen scheiße, wenn ich das mal so erwähnen darf. Aber nur so ein bisschen scheiße gerade. So, ich habe 80 berittene Bogenschützen. Das muss doch jetzt wohl mal klappen. Ja, zum Thema, das sollte jetzt mal klappen. Bitte etwas schneller. Ach, Gott sei Dank. So, die müssen noch mal langsam die. Richard Löwenherz. Mutig, ihr kämpft wie ein Mann. Alpha der Soldat. Na, das geht doch schon wesentlich besser. Meine Wälle sind stark und meine Männer guten Mutes. Zeigt uns eure Schleudern und Pfeile. Wie viele von diesen verdammten Pikinieren hat er denn noch? So. Ich glaub's ja nicht, dass der Typ diese Frechheit wirklich besitzt. Das haben wir gleich. Moment. Moment, das haben wir gleich. So,
Irgendwelche Einheiten, ja, ich würde mal sagen, wir haben ganz schön eingepfercht. So. Okay. Und jetzt. Ist platt gemacht worden. Gut. Kann ich hier noch irgendwo was hinsetzen? Bitte. Irgendwo muss ich noch was hinsetzen können. Irgendwo. Da. So. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Das ist schön, dass wir nicht genügend Holz haben. So, dann wird es mal Zeit, dass wir da mal ein bisschen mehr Holz machen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, so. Euer Gnaden. Pause. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig. Pause. Dieses Gebäude ist momentan erstmal so, damit er mal ein bisschen beschäftigt ist. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig. Pause. Ja, das muss ich jetzt leider ein paar Mal machen. Sorry, Leute. So. Wie schaut's mit dem Kollegen aus? Ja, der ist noch ein bisschen beschäftigt. Ich würde aber sagen, da dem seine... gut, er hat da noch 2 Schwertkämpfer, ne? Egal. Ich riskier's. Wir benötigen mehr Gold. Ja. Tun wir das? So. Bringen wir die Runde einfach schnell hinter uns. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch verstecken muss ich mich. Geschieht dir recht, du zum Teil Franzose. Wie konnte ich mich nur in dich täuschen? Wir werden überfallen. Von wem werden wir denn überfallen? Nachricht von Richard Löwenherz. Schön, ihr könnt ein paar Gebäude einreißen. Wie wäre es mit einem fairen Kampf? So, geht erstmal alle darauf. So, ich würde sagen, das war's. Hoffentlich war's das. Geschafft! So wurde ich besiegt. Und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. Oh! Oh! Wenn ich Zeit habe, bedauere ich dich. Gut, war eine schnelle Runde. Wow, ich bin jetzt gerade erstmal bei fast 8 Minuten. Gibt's denn sowas? Gut, Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir in die Wüstensonne uns begeben. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Restabend und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.